Weltliteratur für Kinder. Hamlet. Nach William Shakespeare. Neu erzählt von Barbara Kindermann. Gesprochen von Samuel Weiß. Eine Produktion der Hörkompanie. In einem anderen Teil des Schlosses bereitete derweil Laertes, der Sohn des königlichen Beraters Polonius, seine Rückkehr nach Frankreich vor. Er war zur Beerdigung des Königs und zur Hochzeitsfeier des neuen Königspaares nach Schloss Helsingör gekommen. Jetzt war sein Reisegut eingeschifft und es hieß Abschied nehmen. Seine Schwester Ophelia, tugendsam und schön, an der er mit brüderlicher Liebe hing, begleitete ihn zum Hafen. Dort angekommen, sah Laertes ihr tief in die Augen und sagte: »Was Hamlet angeht, liebe Schwester, und seine Süßholzraspelei dir gegenüber, nimm es als Spiel der Jugend. Nett, aber nicht dauerhaft. Nur gerade für den Augenblick. Nichts weiter.« Ophelia fragte überrascht: »Weiter nichts?« »Nein, er liebt dich jetzt vielleicht und meint es sicher ehrlich. Doch er ist ein Prinz und kann nicht wie gewöhnliche Leute tun und lassen, was er will. Das Glück eines ganzen Landes hängt von ihm ab. Drum verliere nicht dein Herz an ihn.« In diesem Moment kam ihr Vater Polonius herbeigehastet und rief aufgeregt: »Noch hier, Laertes? Ei, ei, an Bord. Der Wind steht günstig. Man wartet auf euch. Lebt wohl!« Laertes umarmte ihn zum Abschied, dann wandte er sich Ophelia zu. »Leb wohl, liebe Schwester. Und denk an meinen Rat.« Während er zum Schiff eilte, fragte Polonius streng: »Was ist es, Ophelia, dass er euch riet?« Verlegen antwortete sie: »Nun, Vater, wenn ihr erlaubt, um den Prinzen Hamlet ging es.« »Ha!« rief Polonius aus. »Ich habe wohl gehört, dass er euch seit kurzem oft seine Zeit schenkt. Was gibt es zwischen euch? Sag mir die Wahrheit!« Ophelia zögerte. Er hat mir Anträge gemacht, mir seine Zuneigung gezeigt.« »Ha! Zuneigung! Ihr sprecht wie ein junges, unerfahrenes Kind. Und glaubt ihr seinen Anträgen, wie ihr es nennt?« Ophelia errötete. »Ich weiß nicht, Vater, was ich denken soll.« »Ja, so hört es denn von mir. Denkt, ihr seid ein dummes Ding, dass ihr ihm geglaubt habt. Es bringt euch nichts.« Jetzt widersprach Ophelia. »Er hat mir in aller Ehre und Sitte seine Liebe gestanden, lieber Herr. Und hat seine Worte beinahe durch jeden heiligen Schwur des Himmels beglaubigt.« »Ja, ja, wenn man verliebt ist, schwört man schnell. Doch Prinz Hamlet ist noch jung und eines Tages wird er König von Dänemark sein. Ein für allemal. Versprecht mir, dass ihr von nun an seine Nähe meidet und nicht mehr mit ihm sprecht.« Ophelia senkte den Kopf und sagte leise: »Ich will gehorchen, Herr.«